Willkommen zu einem weiteren Ankündigungsvideo bzw. Infovideo und ich denke mal, ich fange erst mit dem Infopart an, weil der wahrscheinlich die Leute, die hier Videos gucken wollen, am meisten interessieren wird. Es wird nämlich erstmal eine Flaute geben, gehe ich mal von aus. Und das zum einen bedingt durch eine gewisse Hitzewelle, die jetzt schon mehr oder weniger vorbei ist, oder ich habe mich einfach daran gewöhnt, ich weiß es nicht. Die ist allerdings das kleinere Problem, hat nur halt eine ganze Weile gedauert, wo ich dann nicht aufnehmen konnte bzw. nicht aufnehmen wollte, weil, ja, man ist ja nicht unbedingt in der besten Stimmung, in der besten Laune, beziehungsweise halt auch nicht in der besten Verfassung, um sowas zu machen. Das war das Wort, was ich sagen wollte. Und ja, dann so ein bisschen den Vorrat an Videos, die ich im Voraus aufgenommen habe, vor allem in Sachen, wie heißt das nochmal, Far Cry, der ist dann so ein bisschen runtergegangen, der Vorrat. Und mittlerweile ist alles aufgebraucht, was ich von vornherein aufgenommen hatte. Und momentan ist einfach nur, ja. Da ist irgendwie Ende. Ich habe allerdings auch nicht wirklich die Lust, mich momentan an eine weitere Aufnahme dran zu machen. Das war aus ganz anderen Gründen. Also die Hitze ist mehr oder weniger überstanden. Oder man hat sich, wie gesagt, damit abgefunden. Auf alle Fälle, das Hauptproblem, was ich hier habe, liegt momentan zu meinen Füßen. Mein neuer PC. So, und in der Hinsicht könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wie gut das Ding momentan funktionieren wird. Nämlich überhaupt. Ich habe noch verschiedene Komponenten jetzt hier über den Tisch verstreut, ihr seht einen hübschen CPU-Lüfter, eine sehr, 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 sehr teure Grafikkarte und die bringt alles nichts, wenn der PC nach etwa 3 bis 5 Sekunden, nachdem er angemacht wurde, abspielt und dann wieder neu startet. Falls da einer von euch Erfahrung mit diesem Phänomen hat, dann immer her damit, weil ich sag mal so, ich habe ein paar Leute gefunden, die mir da wirklich weiterhelfen wollen und wohl auch ordentlich Ahnung von haben. Aber über weitere Tipps würde ich mich auf alle Fälle freuen. Ich bin momentan noch so dabei. Ich habe noch so ein paar Sachen, die ich ausprobieren kann, woran es vielleicht liegen könnte. Und wenn ja, diese paar Sachen durchprobiert sind, dann werde ich mich mal mit den Leuten, die dann halt, ja, erst mal, werde ich mich dann mit den Leuten, die ja Ahnung haben, ein bisschen intensiver unterhalten. Und wenn das alles nichts hilft, dann muss das ganze Ding halt auch mal zu einem PC-Profi und dann halt mal wirklich lokal durchgeguckt werden. Und ja. Nachdem ich hier im Endeffekt den Wert von mehreren Next-Gen-Konsolen vor mir liegen habe, ich weiß gerade nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, tatsächlich so ein Ding zu kaufen, weil irgendwo momentan so richtig über die Entscheidung für den PC freue ich mich nicht, aber ich denke mal, es wird momentan auch verständlich sein, wenn das ganze Ding einfach nicht läuft. Seit etwa einer Woche, wo ich da angefangen habe, die ganzen Sachen zusammenzuschrauben und auch fast jeden Tag dann nochmal so einige Stunden dann verbracht habe. Ich freue mich auch gerade überhaupt nicht, dass ich da gleich daran weitermachen darf, weil ob das zu irgendwas führen wird, ich habe keine Ahnung. Aber egal, das ist jetzt so das erste Problem, was ich hier habe, beziehungsweise das Hauptproblem. Und damit dann auch das erste Thema halt abgehakt für mich. Ich habe da jetzt, wie gesagt, erstmal werden keine Videos mehr kommen, außer halt noch ein Abschlussvideo für Simotrans, einfach weil ich die Serie schon vor einer gewissen Weile mehr oder weniger beendet habe. Allerdings immer noch einen richtigen Abschluss machen wollte für die Leute, die das ganze Ding verfolgt haben, damit sie wissen, warum es halt aufhört. Und das hat auch nicht unbedingt was mit dem, was hier jetzt hier abläuft, zu tun, sondern durchaus seine eigenen Gründe, aber dazu dann halt mehr in dem eigentlichen Video dazu. So, der zweite große Punkt, den ich hier heute mal ansprechen möchte, ist Livestreams. Ich habe ja in letzter Zeit einige gemacht, also mehr oder weniger zwei, und einer davon, der war so richtig schön, da waren auch einige Leute da und war sehr, sehr lustig. Gab ja auch die ganzen Uploads von dem Ding dann und ich habe glaube ich sogar drei gemacht und den ersten nur, den hat keiner gesehen gehabt, aber ist es auch egal. Die wichtige Sache ist, ich werde die Plattform wechseln. Bisher war immer alles auf Twitch und das wird es ab jetzt von mir aus nicht mehr sein. Also ich habe zwar noch einen Twitch-Account, aber zum Streamen werde ich den nicht mehr nutzen. Da ist jetzt, ja, es ist mit Twitch so eine gewisse Sache gewesen, schon seit längerer Zeit. Es lief nämlich nicht allzu gut. Ich habe selber, wenn ich irgendwo zugeschaut habe, Probleme gehabt, dass die Videos dort am Buffern waren, obwohl das, was der Streamer hochgeladen hat, deutlich kleiner war als das, was ich im Download haben kann. Es ist meines Wissens nach oder meiner Erkenntnis nach ist einfach Twitch für Amerika hauptsächlich gedacht. Deswegen auch die Server mehr so in die Richtung ausgelegt und da hat man dann als Europäer wohl scheinbar schon ordentlich Probleme mit. Das wäre zumindest das, woran ich mich dann
Ja, wie ich mir das Ganze erklären kann, auf alle Fälle so wirklich gut laufen, tut's manchmal einigermaßen in Ordnung, allerdings könnte es durchaus besser sein. Zumindest schon mal in Sachen vom Bild und Ton her. Die andere Sache ist der Chat und da gibt es dann halt zwei Probleme. Der erste, obwohl mit dem Bild und Ton gibt es noch ein weiteres Problem, dann mit dem Chat ist eigentlich nur ein Problem. Nämlich auch, dass er manchmal gar nicht laden will und auch hin und wieder abschmiert und so. Ist nicht alles so zuverlässig, wie man es ganz gerne hätte und diese Qualitätsprobleme, nenne ich es einfach mal, die sind ein Hauptgrund, warum ich überhaupt wechseln will. Ein weiterer Grund ist noch der Delay. Sagen wir mal, irgendeiner schreibt was in den Chat, schickt die Nachricht ab und ich lese sie auch sofort. Ich denke mal, der Chat wird mehr oder weniger verzugsfrei funktionieren, also dass man jetzt nicht großartig zwischen der gesendeten Nachricht und dass die anderen, dass die anderen Leute da diese Nachricht sehen können, warten muss. Es ist allerdings ein Problem, wenn ich dann die ganze Sache lesen würde, auch sehr zeitnah, sagen wir mal, ohne Verzug und sofort darauf antworten, wie aus der Kanone geschossen, dann wird diese Antwort wahrscheinlich so etwa mindestens 30 Sekunden brauchen. Manchmal sind es 20 oder so, manchmal sind es sogar 40, sonst was. Das kann man eigentlich relativ gut messen oder so, allerdings ist das egal, ist auf alle Fälle ziemlich langsam. Wenn jetzt zu irgendeiner Situation irgendwas schreiben will, versteht man es gar nicht mehr, weil man schon viel weiter ist selber. So, das war dann so das eine Problem da und ja, deswegen gehe ich auf eine Seite, wo diese ganzen Sachen ein bisschen besser funktionieren. Wo es halt, wo der Chat ordentlich lädt und man nicht andauernd Probleme hat, weil einige Leute, auch bei dem Stream, der so ziemlich gut war, der ziemlich lustig war, auch dann gab es immer noch einen, der da halt nicht reinkam in den Chat, weil das Scheißding bei ihm nie geladen hat. Und das ist auf der Plattform, wo ich hingehe, nämlich Hitbox, ist es anders. Der Chat lädt gut, das Video läuft deutlich besser, also von der ganzen Qualität. Wenn ich das ganze Ding hochladen kann, kann es auch jeder, der so einen Download hat, wie ich Upload habe, kann das wahrscheinlich auch sehen. Auf alle Fälle gibt es da nicht solche Probleme mit. Und ja, da werde ich ab jetzt hingehen. Das ist so was eine Problem, beziehungsweise ist der eine Grund. Der andere Grund ist der Delay. Wie gesagt, so bei Twitch 20 Sekunden sind gut. 40, 60 teilweise sogar kann es auch werden, meiner Erfahrung nach. Weil ich halt doch den einen oder anderen Livestream schon mal gesehen habe. Und ja. Bei Hitbox ist der Delay so etwa bei 2 bis 4 Sekunden. Würde ich gar nicht mal probieren, das genau zu messen, aber auf alle Fälle die Größenordnung hat man da. Das heißt, wenn er jetzt irgendeiner Hallo sagt, dann kann ich sofort Hallo zurück sagen. Wenn da irgendeiner eine Idee hat, wie man zum Beispiel bei Minecraft oder sowas bauen könnte, dann könnte man das auch dementsprechend ja durch Chat-Anweisung dann umsetzen und so. Also das wäre alles kein Problem mehr. Also solche Sachen sind dann da deutlich einfacher. Und ein weiterer Grund, warum ich jetzt wechsle, die anderen Sachen waren einfach nur, warum ich mir vorgenommen habe, überhaupt mal irgendwann zu wechseln. Der Grund, warum ich jetzt wechseln will, ist einfach die Übernahme von Twitch durch Google. So, und bei Google habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass sie mal alles besser machen. Ich meine, ja gut, mit YouTube und so, da hat man eh alle möglichen Google-Produkte und so. Aber ich weiß nicht, was sie damit jetzt vorhaben, wie es überhaupt laufen wird. Von daher bin ich da so ein bisschen vorsichtig und skeptisch, was das angeht. Weil, ja, so GEMA-Einigung mit Google war immer so eine Sache. Dann halt dementsprechend auch, ob und wie das dann mit deutschen Streams organisiert werden würde. Weil, soweit ich weiß, momentan diese ganzen YouTube-Streams sind auch nicht mehr verfügbar in Deutschland, außer über einen Proxy oder wie man es machen will. Von daher bin ich da sehr, sehr vorsichtig, wie sich das in Zukunft entwickeln würde und dann gehe ich lieber auf Hitbox. Der einzige Nachteil bei Hitbox ist, da sind nicht so viele Leute drauf. Also ich denke mal, die meisten hier, die jetzt, die hören da vielleicht zum ersten Mal von und es sei denn, sie waren bei mir in dem letzten Stream mit dabei, weil da habe ich auch schon so ein bisschen was davon erzählt gehabt, aber auf alle Fälle. Auch mein Link auf der Kanalseite hier bei dieser bei der Kanalbeschreibung, der ist ab jetzt auch von Hitbox, könnt ihr euch schon mal angucken da. Also Streams gibt es da von mir noch nicht, aber ich finde momentan die Plattform deutlich besser als Twitch und wie gesagt, mit der ganzen Google-Übernahme, dann steht da für mich auch noch ein gewisses, ziemlich großes Fragezeichen vor und das habe ich bei Hitbox nicht. Ich meine, ich weiß, dass bei Hitbox diese ganzen Sachen mit der Musik eine Grauzone wären, lasse ich das einfach, aber wer weiß, ob es dann nicht nachher irgendwie genauso funktionieren könnte wie in einem
YouTube-Video, wo da halt ein Content-ID-Treffer drauf kommt und dass das Team dann vielleicht erstmal sofort aufgenommen wird oder so. Ich denke mal, bei Hitbox fahre ich da deutlich besser und da, wie gesagt, ich hatte schon längere Zeit vor, das dahin zu wechseln von der ganzen Gesamtperformance einfach und ich denke mal, ja, ich hoffe mal, dass ihr da auch mitkommen werdet, dass ihr, wenn ihr Streams gucken wollt, euch dann auch ein Profil machen werdet, weil das ist dann natürlich für die fürs Zugucken nicht, aber für den Chat und so ist das dann natürlich wie bei Twitch auch gewissermaßen Pflicht, aber wie gesagt, die ganze Plattform läuft auf alle Fälle besser und ich denke mal, dass sich das auch lohnen wird. So, und ich werde dann gleich mal halt diese Simultrans-Folge noch aufnehmen, mich dann wieder an meinen PC machen. Ich freue mich schon tierisch drauf. Nicht? Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, vielleicht bei dem Livestream oder so. Ich werde auf alle Fälle erstmal probieren, hier ein paar Sachen in Ordnung zu kriegen. Wünscht mir Glück und bis dann. Tschüss.